Hallo, ihr fabelhaften Jungfrau-Geborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr steht gut da mit den Konstellationen, denn sehr viele Planeten stehen günstig zur Jungfrau-Sonne. Sämtliche Planeten, die hier im Steinbock stehen, außerdem noch Glücksplanet Jupiter und der Mars und schließlich noch der Fische, Neptun in den Fischen, super romantisch in eurem Partnerhaus. Also ihr könnt euch nicht beklagen. Vor allem bis zum 18. wird die Venus eben auch in einem günstigen Aspekt zur Jungfrausonne stehen. Und dann habe ich zwei wirklich interessante Top-Tage für euch, nämlich Freitag, den 5. und Samstag, den 6. Januar. Da verbindet sich der Mond in eurem Zeichen erstmal hier top mit Lilith und Saturn. Das ist auch toll für alle kreativen Jungfraugeborenen. Und am nächsten Tag dann eben auch hier mit der Venus und der Sonne und gleichzeitig auch hier noch mit Jupiter, Mars. Und die stehen für euch im Bereich der Kommunikation. Das heißt also hier ganz heißes Liebesgeflüster, heiße Liebesbriefe, Liebesbotschaften. Ja, also da seid ihr super inspiriert. Und außerdem bekommt auch der Merkur, der ja euer Herrscher ist, hier noch einen Inspirationsaspekt von Uranus. Also da könnt ihr jeden um den Finger wickeln und niemand kann euch widerstehen. Also diese beiden Top-Tage und dann geht der Januar auch insgesamt durchaus gut für euch weiter. Und dann habt ihr aber nochmal zwei wunderbare Top-Tage und zwar ist das ein Wochenende am 20., am Samstag den 20. und Sonntag den 21. Januar. Da läuft der Mond nämlich durch euer Partnerhaus in den Fischen und aktiviert den Romantikaspekt des Jahres mit Neptun und Jupiter und das eben alles in Harmonie zur Jungfrausonne. Das ist also auch nochmal eine sehr, sehr schöne Zeitqualität für euch. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!